Aber wenn man überlegt, dass du auch schon fast 700 bist, ne? Ja, das ist auch schon echt gut. Das Geilste war, Wie gesagt, ich hatte bis jetzt auch noch nie so einen guten Start in der Season. ich hab ja mit einem Support Monk angefangen, den habe ich auf Sun Vukus gespielt und den ersten Tag, wo ich den gespielt habe, habe ich Solo 70 gemacht und hatte einen Paragon von 600. Nein. Das ist nicht schlecht. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ja, ich hatte aber auch ein bisschen Glück mit den Drops, weißt du, von dem Set. Ja, das ist halt das Ding bei mir so meistens. So. Also, der Anfang ist immer schwer bei mir gewesen. Danach nicht mehr so, aber der Anfang auf jeden Fall. So, ja, weil 4,7% Chance auf Unterkühlung ist nicht wenig. Ja, richtig, das ist ordentlich hochgerollt. Und halt, ne, wie gesagt, ich büße nichts an Damage ein und krieg sogar ein bisschen Zähigkeit dazu. Also jetzt, wo ich die Leben weggemacht habe für die 8% Abklingzeiten, waren es dann 1,3%, die ich noch dazu bekommen habe an Zähigkeit. Nice. Also dieses Spiel ist so prozentual abhängig, Ja, ist hart, ne? dass jeder Prozent echt bekommt. So, da wo man es halt braucht, dann auch. Außer wenn man nachher Crit hat über 60%, da bringt einem Crit gar nichts mehr. Da macht einen Unterschied von 0,2% im Gesamtdamage. Also, wie viel Crit, sagst du denn, braucht man? Also die Crit-Schwelle ist, um gut Schaden zu machen, ist 50%. Wenn du 50% erreichst, bist du auf einem sehr guten Weg. Und bis 55% macht man auch noch gute Schritte, aber alles über 55% ist verschwendet. Ja. Okay, weil ich bin zum Beispiel jetzt gerade auf 46%, ne? Genau, Da 50. fehlen halt, zum Beispiel die 6 auf der Windrose, die ich nicht habe. Genau. Also 50 sollte man immer anstreben, alles darüber ist optional. Ja, und Crit Damage halt so viel wie geht, ne? Das Genau, Crit sollte Damage man. kann man nie genug haben, da immer das absolute Max anstreben. Ist auch krass, dass man, wenn man genug Crit Damage hat, dass in anderen Spielen ist es ja so, wenn du einen kritischen Treffer machst, dann verdoppelst du deinen Schaden und in Diablo ist es allerdings so, dann verzehnfachst du deinen Schaden, lol. Über den Modifikator ist total heftig, Ja. ey. Das Crit so ins Gewicht fallen. Molten. Ach, hier ist sogar noch ein Pack. Hab ich gar nicht gesehen. Kaum gespottet, schon geschrottet, Leute. Ich hol den Schrein. Jo, und hier ist auch noch ein Pack. Kannst du den da oben machen? Ich mach den hier schon mal. Na, nee, aber du musst jetzt dringend nach oben kommen. Ich brauche unbedingt deine Hilfe. Komm, komm, komm. Wenn ich da mal durchkommen Nee, will. das war noch bloß ein Witz, Mann. Das war noch bloß ein Ach so. Witz, Mann. Oh Gott, das ist ein 70er. Ja, aber es war echt nett, Fertig. dass du trotzdem gekommen bist. Das Ding ist jetzt, hier müsste eigentlich noch irgendwo eins sein, das ich jetzt nicht zu Ende gemacht habe. Aber warte mal, ich Es guck hat sich mal. bestimmt in die Monsterstadt geportet, weil es die Schnauze voll Nee, hat. ich hab's gefunden, ich Ah, hab's gut. gefunden. Und der Platz des. Achso, ja, ich kann dir mal ein bisschen was erzählen, so, weil deine Kollegen, also einer deiner Kollegen hört ja zu im Stream. Also ich Denkbar schon, ja. komme aus Mecklenburg-Vorpommern, komme aus Rostock, also hier ist Warnemünde in der Nähe. Die Ostsee ist super Urlaubsgegend, hier muss man keine Kurtaxe bezahlen, die ist richtig geil. Hafenstadt und so.
Rostock ist ja leider in der Welt bekannt für ein paar andere Sachen, aber hier ist trotzdem schöne Urlaubsstadt und so. Also nice, nice. Und MacPom ist halt ein bisschen ruhiger, so wie andere Bundesländer. Hier ist auch ein bisschen mehr Landwirtschaft. Davon merkt man jetzt in Rostock nicht so viel. Rostock kann man sich vorstellen wie Berlin, bloß zu 50% ruhiger. Also, ne? Okay. Du hast hier genauso viele Clubs, du hast hier genauso viele Weggehmöglichkeiten, du hast hier den Style, du hast hier die Apps, du hast hier genau dieselben ethnischen Vertretungen wie in Berlin. Und dieselben Trends, die kommen hier auch meistens zeitgleich an, aber Rostock ist ruhiger und das ist das Tolle. Und der Verkehr ist auch viel geiler. Also hier kommst du mit dem Auto durch die Straßen, in Berlin kannst du das knicken. In Berlin Ja. findest du auch keinen Parkplatz, der Parkplatz findet dich, ja. Okay, nach dem Rift muss ich den Stream ausmachen und auch noch aus dem Spiel gehen für eine Stunde ungefähr. Ich habe gerade ein SMS gekriegt, muss mich gleich noch um was kümmern. Okay, ja, kein Problem. Mensch, ich habe Set-Schultern gefunden. Dann wollen wir mal gucken, ob die uralt sind. Was hast du bekommen, Set? Ja, das Set, was du auch hast. Muss bloß gucken, ob die uralt sind. Also der eine ist schon auf 63, die anderen beiden 62 jetzt die Steine. Ist leider nicht uralt und ist auch total crappy. Ich habe einen klagenden Herrscher in Scheiße und der Rest ist auch suboptimal. Ja gut, ich mache den Stream aus.